Jimby. Der Typ. Er könnte eigentlich mal hier. Du baust immer so eine riesige Mauer, Alter, über die halbe Map, Alter, wo ich mir so denke, hey, boah, das ist mir viel mega, zu anstrengend. Das ist mega die kleine Mauer eigentlich. Hey, du hast, Alter, ich baue nie eine Mauer, Alter. Ja, du hast ja auch. Ich konzentriere mich da gar nicht drauf. Ist ja die DDR auch nicht mehr miterlebt. Weil du weißt nicht, wie wichtig Mauern sind. Hey, du hast die DDR auch nicht miterlebt. Das ist richtig. Ja, siehst du, Alter. Alter, hier kommt schon ein Gegner. Alter, hier kommt ein richtiger Armee. Ein Katapult, Alter. Ja, ja, aber trotzdem Infanterie. Hey, du meinst Artillerie? Nein, Infanterie. Fußsoldaten sind auch dabei. Hä, wo? Diese Reiter? Achso, das sind gar nicht. Das ist Kavallerie. Ist egal. Du kennst echt nicht den Unterschied zwischen Infanterie und Kavallerie, oder? Natürlich, Infanterie sind Fußsoldaten. Kavallerie sind Pferdsoldaten. Also ja. Berittene Soldaten. Ja gut, aber warum sagst du, dass das Infanterie ist dann? Na, weil die beides haben. Fußsoldaten hatten ja auch. Die habe ich halt schon erledigt. Ach so. Ja. Ja, dann hau ich die mal weg, durch die Reiter, ne? Mit meinen eigenen. Das wäre nett. Ja, ich bin unterwegs. Siehst du, meine heldenhafte Streitmacht dort angeritten kommt? Nö. Ach, doch, da. Die greifen gerade an. Boah, so eine richtige Feldschlacht, Alter. Oh, geil. Jo, hab gerne geholfen. Dankeschön. Ich geh mal wieder. Sehr vielen Dankeschön. Wobei, nee, ich lass die mal hier stehen bei dir, in der Nähe, falls ich mal schneller eingreifen muss. Ich lass die dort stehen, in diesem kleinen Waldkarree dort. Okay. Weil dort ist noch so eine offene Stelle dort bei dir. Ich lass die mal dort davor stehen. Ich wollte da jetzt ein Tor hinbauen. Ach so, ja, mach. Wenn ich die wegschieben soll, mal kurz für einen Moment, muss ich. Nee, geht schon, du stehst schon genau richtig. So, in der Zeit baue ich dann auch mal eine Verteidigung. Spion, 18.000 Gold. Ja. Ja, bezahlt jeder sofort, Alter. Ja, Alter, easy, Alter, easy. GG, ey, GG. Ich weiß nicht, ich bin von den Kanonieren irgendwie nicht überzeugt. Ich auch nicht hundertprozentig. Warte mal, was sind eigentlich die Stärken von denen? Steht gar nicht da. Kann ich... Ich will das nochmal drehen. So. Mann, ich will das dann nochmal drehen. Ja, so ist perfekt. Nein, so ist perfekt. Mann! So. Gut, ich brauche halt Holz und Gold für Armbrustschützen. Alter, Burgtore zu drehen, ist zum Kotzen. Ja, deshalb baue ich halt auch keine aus dem Grund. Ich könnte auch einfach zubauen bei mir, aber das bringt es mir halt auch nicht. So, jetzt habe ich kein Gold mehr. Jetzt muss ich mal hier vorne Gold abbauen lassen gehen. Ey, hier in der Mitte ist richtig viel Gold. Ich habe schon überlegt, eine große Expedition auszubilden, die sich darum kümmert. Dort. Da werde ich gleich auf jeden Fall ein paar Dorfbewohner hinschicken, die da Kanonentürme und alles bauen. Und da absichern. Ja, ich werde auch gerade eine kleine Truppe zusammenstellen jetzt. So, mehr Häuser. Hier, Huren. Hey, ihr Huren, baut mal Häuser, ihr verdammten Huren. Nicht genug Gold, Alter, erzähl das deinen Eltern, ey. Was gibt's bei dir zum Abendbrot? Mikrowellenfraß, wie immer. Was soll's geben? Sehr gesund, auf jeden Fall. Immer. Mikrowellenfraß ist immer gesund. Weiß gar nicht, was du hast. So. Ich hoffe, die können hier mal ein bisschen absichern mit den Kanonentürmen. Viel wird das zwar nicht bringen, aber vielleicht wenigstens ein bisschen. Aber ich verklick mich immer im Baumenü, Alter. Wähle ich immer das falsche Ding aus, wo ich die Gebäude drin habe. Okay. Muxu. Wer die Ressourcen kontrolliert, der kontrolliert den Krieg. Das ist wie in Gothic 1, so. Wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. So, ich denke, das dürfte jetzt hier reichen an Einheiten. Hab da jetzt eine riesige Mannschaft zusammengestellt, die sich darum jetzt kümmert. Okay, das ist gut. Ich glaube, jetzt werde ich angegriffen. Ah, von einem Ritter. Scheiße. Brauchst du Hilfe? Ja. Nö, ich denke, ich kann das alles handeln. Aber ich schicke jetzt auch. Mit einem Ritter solltest du zurechtkommen. Ja, ich denke schon. Wenn es 5 sind, wird es schon schwieriger. Ja. Ich lasse jetzt hier aber auch mal mehr Türme hier platzieren.
Oder? Ja, gut, zu mir haben sie gerade auch einen Ritter geschickt. Wow. Das sind nur solche Speerritter. Ja, ja, wahrscheinlich. Oh nein, Alter, jetzt werden meine Dorfbewohner von solchen scheiß Wölfen angegriffen. Hm, das ist echt nervig. Aber ich habe genug Soldaten dabei zu tun. Oh, Armee bei mir. Ich sehe schon, ich habe da so einen kleinen. Warte, ich. Aber die werden gerade richtig bombardiert. Die haben auch gegen mich nichts zu feiern. Oh nee, die Dorfbewohner sollen nicht mit schlachten. Alter. Okay, das ist schon mal zerstört. Dass die Tiere nicht automatisch angreifen, würde ich auch sagen. Ja, mir auch. Blau sind die, ne? Ja, nee, blau bin ich. Ah, okay. Ja, dann ist ja easy. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier in der Mitte bei den Goldminen auch einige Soldaten stehen. Also, falls ich sowas sehe, dass sie die zu dir schicken, kann ich die rechtzeitig abfangen. Sehr gut. Ich platziere auch meine Soldaten hier. Ich soll jetzt hier übelstes Gold abfarmen, Alter. Ja. Ich überlege, dort noch eine Burg zu bauen. Das mache ich jetzt, glaube ich, mal. Ja, ist eigentlich eine gute Idee. Schade, dass hier nur Gold ist und nicht so viel Stein. Zumindest sieht es im Moment so aus. Ja, aber immerhin von... Also Gold ist ja wichtig für teure Einheiten, weißt du? Naja, klar. Oh, ich werde hier angegriffen. Oh, shit. Oh. Ja, du bist immer irgendwie so im Ziel. Ich weiß nicht, der Rote greift mich überhaupt nicht an. Leben da welche von meinen Reitern? Ja, tatsächlich. Alter. Das macht schon mehr Spaß auf jeden Fall, als gegen in der letzten Runde gegen diese... Ja, gegen die Noobs. Gegen die zu kämpfen, die halt überhaupt nicht angreifen. Wenn sie angreifen, dann nicht mit viel. Das macht halt schon deutlich mehr Spaß jetzt. Die machen auf jeden Fall mehr Ärger. Aber die werden auch vernichtet. Die greifen jetzt die Mitte an. Der Mönch versucht, meine Einheiten zu bekehren, der Affe. Oh shit, ey. Oh Gott, jetzt kommen die in der Mitte mit einer übelsten Armee. Oh shit. Oh shit, okay. Oh fuck, die greifen meine Minen an. Komm schon, Leute. Ich hab auch nicht okay, großartig. Die Burg ist fertig. Oh Gott, ich hoffe, die Burg kann jetzt wieder ein bisschen was reißen. Ich schick mal alle meine Einheiten jetzt dahin und helf dir. Ich belagere meine Burg dann in der Mitte, der kleine Affe kommt. Oh shit, Alter. That's not good, man. That's not good. Meine Pikiniere versuchen da kräftig gegenzuhalten. Ich hier was machen? Nee. Du hast ja noch ein paar Einheiten unten, ne? Ja, ja, ein paar Einheiten habe ich noch. Die ich theoretisch auch aus meiner Base abziehen könnte. Ob ich das will, ist halt so eine Frage. Ja. Weil dann bin ich komplett ungeschützt hier unten. Okay. Ja, der greift halt jetzt schon an. Das ist, okay. Ich bilde jetzt halt auf jeden Fall ein paar Reiter aus, die dort ein bisschen auch mit clearen sollen. Ja. Aber danke für die Verstärkung dafür. Was machen meine Pikiniere? Die rennen halt voll rein, das sollen die halt auch nicht. Wobei, die Universität können sie eigentlich noch zerstören. Ja. Ich kann in der Burg ja zum Glück diese Axtwerfer ausbilden, die ganz gut verteidigen können. Alter, was für ein Gemetzel, Alter. Das macht richtig Bock, Alter. Also Spaß macht's allemal. Ja, ihr wird jetzt gut geschnetzelt. Wie sich dort hier deine Rittern mit denen ihren Rittern geben, Alter. Das ist richtig geil gerade. Ja. Gefällt mir. Das ist richtig cool. Ach, hier ist so ein Stein vorkommen, Alter. Das ist auf jeden Fall eine gute Schlacht. Oh, die kommen schon wieder mit der kleinen Armee, Alter. Die schicken hier immer wieder Leute los. Ja, das ist aber geil. Das gefällt mir. Nicht, weil ich dadurch ganz schön Probleme habe. Klar macht das Spaß, aber ist halt auch schwierig. Ja, aber das ist das ja, das macht ja den Spaß trotzdem aus. Ja. Die Burg macht zum Glück auch gut Schaden. Ich hab nichts anderes. Ich lasse die Dorfbewohner jetzt mal hier noch schnell ein paar Türme bauen. Boah, ich werd hier in die Mangel genommen auf jeden Fall. Ich werde hier jetzt ganz schön in die Mangel genommen. Okay, brauchst du Verstärkung? Wäre nicht schlecht, glaube ich. Okay, ich versuche dir was zuzuschicken. Ach, von dem Grünen, ne? Ja, von dem Grünen. Werde ich ja angegriffen. Alter, diese Turm Dinger da, die... Also, wie die immer hier zum Horn blasen, weißt du was ich meine? Ja, ja.
Okay, in der Mitte hat es sich jetzt erstmal ein bisschen beruhigt. Jetzt habe ich nicht genug Steine. Das ist natürlich. Das ist Mist. Dann hole ich mir die Steine hier. Ah, sehr gut. Rettung in letzter Sekunde. Konnte ich helfen? Oh Mann, das ist echt. Das ist auf jeden Fall mal eine Schlacht. Das ist ein geiler Krieg auf jeden Fall. Ja. Das ist richtig geiler Krieg, Alter. Oh lol, hier ist ja schon ein gegnerisches Bergarbeiterlager. Fuck. Ja, die sind hier. Alter, der baut sich hier breit aus, Alter. Wir haben sich hier ganz schön weit vorgestoßen auf jeden Fall. Hey lol, was sind das für Einheiten, Alter? Die kenne ich gar nicht. Achso, das sind meine Pikeniere, die ich da gerade hingeschickt habe. Ja, die kommen immer wieder, ey, die kommen immer wieder. Ist halt echt so. Die Pikeniere sind halt auch stark gegen solche Spitz, also hier solche. Oh Gott, was laber ich hier für eine Scheiße ja, zusammen, ich weiß auch Alter. Ich laber hier irgendwie einen Müll. Oh Gott, jetzt kommt der mit Rot, Alter, wieder mit so einer übelsten Streitkraft dort, oh, Alter. Nee. Oh fuck. Kacke. Aber ich habe im Moment halt. Ja, aber ich habe im Moment halt gar keine Streitmächte. Weil ich halt keine Ressourcen mehr habe. Ich habe halt Angst, dass der anfängt, meine Einheiten zu bekehren, weil er da so viele Mönche Priester hat. Ja, das ist, ja. Das kann auch zum Problem werden. Aber bisher kann ich die dort ganz gut. Lol, er hat einen Tribok gebaut, der kleine Affe. Und jetzt kommt auch noch der Grüne von links, Alter, das überlebe ich oh, nicht. Oh nee, Alter, ich kann dir auch nicht helfen, weil ich halt, wie gesagt, ich habe noch nichts. Scheiße. Das ist ein Problem jetzt. Das könnte echt zum Problem werden. Okay, mal schnell die Pikeniere da mal wieder hinschicken. Namukun. Oh Gott. Ja gut, ich hoffe, die Burg hält eine Weile aus. Dass die Verstärkung da ist. Fuck, ey. Das ist alles andere als gut. Ja, ich muss zugeben, ich hab's ein bisschen einfacher mir vorgestellt. Ja, ich hab's auch ein bisschen unterschätzt. Aber ich kann die trotzdem ganz gut in Schach halten, muss ich zugeben. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also meine Verstärkung ist jetzt auch schon da. Den Tribok zerstöre ich jetzt auch gerade mal schnell. Bei mir ist es ein bisschen schwieriger. Und die Dorfbewohner sind ja auch da, die ich immer wieder reparieren lassen kann. Ja, das stimmt. Und wenn ich denen einfach nur den Befehl gebe zu reparieren, dann reparieren die auch von ganz alleine. Das ist gut. Gott sei Dank habe ich dort noch ein bisschen Steinvorrat jetzt gefunden, sonst wäre es jetzt deutlich unangenehmer gelaufen. Ich stelle mal zwei Triböcke zu dir hin. Also ich lasse auf jeden Fall jetzt mal mehr Truppen hier ausfüllen. Ich brauche, das ist irgendwie das Hauptproblem, keine Soldaten zu haben. So. Habe ich hier noch irgendwelche Dorfbewohner? Hier tatsächlich. Türme bauen, Alter. Ich spamme jetzt meine Base mit Türmen zu, falls die doch kommen sollten, Alter. Ja, das mache ich auch immer. Ein bisschen Angst, Alter. Genug Nahrung, ey. Oh Mann. Ach du hast schon wieder gekämpft. Ich dachte gerade, hä, was sind das für Sturmbocke, die vor der Burg stehen? Das sind meine. Panik. Aber es sind ja zum Glück deine. Ja, sonst wären die ja schon angegriffen worden von deiner Burg. Oh man, ey. Okay, ich habe jetzt hier einiges an Soldaten. Ach nee, Holz habe ich genug, ich brauche nur Nahrung, verdammt. Dann schicke ich meine Leute die ganze Zeit zum Holz abbauen. Ich habe gerade Holz und Nahrung, diese Symbole verwechselt. Oh ja, das ist natürlich mies. So ging es mir letztens mit. Na, sag schon. Ach, Dude, Alter, ich hab's vergessen. Ich bin viel zu konzentriert gerade hier auf das Gefecht, Alter. Sprich dich aus. Ich kann mich gerade überhaupt nicht konzentrieren auf das, was ich sage, Alter. Aber meine Einheiten jagen die aber auch zurück in ihre Base, wo die herkamen, Alter. Das ist gut. Alter, ist das gerade intens, ey. Das oh, ist shit, echt gerade intens, ohne Scheiß. Ich glaube, wenn wir ein One-on-One gemacht hätten, wäre das lange nicht so intens gewesen. Nee, ich glaube auch nicht. Das wär. Weil wir müssen uns jetzt halt auf alles konzentrieren, hier, was hier gerade gleichzeitig passiert, ey. Ja, auf jeden Fall. So, wie sieht's bei dir aus? Hast du Probleme oder geht's? Nee, bei mir ist gerade alles cool. Noch. Okay, noch. Aber ich denke mal, es wird nicht lange dauern, bis der nächsten Armee kommt.
Ja, das ist echt so. Bisher kann ich die dort vorne ganz gut abhalten, aber es ist nur eine Ja. Frage der Zeit, wie lange das noch gut geht. Schwer wird eine Bogenschützen kosten mich was? Holz und Gold. Davon habe ich beides mehr als genug. Nicht genug Nahrung, ey, Scheiße. Ich finde es halt gut, dass die jetzt von keiner Seite kommen können, ohne dass ich es bemerke. Weil ich Ja, komplett das zugemauert ist bin. gut. So, die bauen da unten ihr Holz ab. Schick da wieder Eigentlich in der Mitte Speer. reichen eigentlich nur Axtwerfer zu, weil die Axtwerfer, die sind halt recht gut. Gott, wo sterben die denn jetzt alle? Ne, Gott sei Dank. Stirbt keiner. Die So wird nicht richtig gesch. viele Türme. Ich spamme jetzt hier richtig viele Türme. Nein. Gucken wir mal rüber. Ah ja. Solide Verteidigung, würde ich sagen. Solide Verteidigung. Ja, ist echt so, also. Und hier baue ich jetzt auch noch ein paar Türme hin. Die Axtwerfer, die clearen halt recht viel weg, das muss ich zugeben. Die sind schon echt stark. Aber wenn die dann halt mit ihren Katapulten kommen, sind die halt auch machtlos. Ja, das stimmt. Ich muss mal hier, ich baue mal hier. Oh, das war's jetzt schon wieder mit Soldaten in der Mitte. Muxu. Die packen aber ihr Zeug wieder zusammen und gehen weg. Der Ja. Rote hat jetzt eine Armee Richtung Grün geschickt. Richtung Grün. Ach, die verbünden sich denn bestimmt und schlagen dann gegen mich. Wahrscheinlich. Scheiße. Das Kann wirklich sein. durchaus überlegbar, Überlegbar, aber nicht überlegen. ich versuche jetzt hier richtig viele Türme auch in die Mitte hin zu spammen bei den Goldminen, Alter. Ja, die gehen in deine Richtung. Aber ich kann die Ah, da halt gerade nicht scheiße. aufhalten, weil ich da keine Soldaten habe. Oh Ja. nee, Quatsch, die bauen ihre Tribäcke vor meiner Burg auf. Die wollen die Burg jetzt angreifen. Kleinen Mongos, Alter. Das ist nicht gut. Ich greife jetzt meine Goldminen dort an. Deine Goldmine. Ah Ach ja, hier Scheiße. in der Mitte, ja. Ja. Okay, dann schicke ich mal meine Streitwagen auf die Oh ja, die Streitwagen, die Tribäcke. hattest du doch. Die waren noch so gut. Alter, der greift jetzt hier richtig an, macht jetzt richtig Trouble. Ja, aber das Gute ist da, die sind halt nicht mobil. Die Tribäcke. Das ist eine gute Sache. Naja, mobil sind die schon. Der baut die auf und kann die wieder abbauen. Ja, Realistisch ist. aber du weißt, was ich meine. Dass sie halt auf einer Stelle stehen. Boah, ich lasse die jetzt gerade schnell meinen Turm wieder aufbauen dort, den die fast zerstört haben. In der Zeit greife ich die mit Reitern an. Nice. Das natürlich auch. Alter, alleine die Mitte zu verteidigen ist schon schwer genug. Ja, auf jeden Fall. Oh, Scheiße, Dass der jetzt hat er Gegner hier das nicht die auch Überhand weggemacht. gewinnt. Boah, diese Katapulte gehen mir auf den Sack, Alter. Ach, Alter, das nervt mich. Ja, die machen halt echt Schaden, die Katapulte. Oh Gott, jetzt kommen die wieder, Alter. Oh, das ist richtig anstrengend. Ich komme gar nicht dazu, mich da irgendwie mal ein bisschen Ruhe zu konzentrieren, Wie wäre das? Alter. Ist doch ein entspanntes Spiel. Ja, Ja, natürlich. das One-on-One wäre entspannt geworden, Ja, aber finde das ist ich. jetzt natürlich alles andere als Das entspannt. ist nicht entspannt, nee. Oh, jetzt kommt Grün auch noch, Alter. Oh, ich kann die Mitte alleine nicht verteidigen. Mach, komm mal bitte aus der Falte, Alter. Ja, ich versuch's. Ich habe dort schon eine Menge Türme platziert, Alter, aber das reicht nicht. Ich schicke jetzt meine Streitwagen hin. Vielleicht können die irgendwas reißen. Ja, hoffentlich, Alter. Ich habe halt ein extremes Nahrungsproblem im Moment. Lol. Der hat meine Steinminen angegriffen, der kleine Wichser. Oh nee, Alter. Scheiße, und ich hab's nicht gemerkt, Alter. Ich schicke meine Streitwagen los. Ja, ich habe keine Truppen mehr in der Burg. Scheiße, mein Nahrungsvorrat geht auch langsam zur Neige. Fuck, ich glaube, ich muss die Mitte dort ehrlich gesagt wieder fast aufgeben. Oh, jetzt sind deine Streitwagen da zu lange. Boah, Alter, der mit seinen verfickten Katapulten, Alter, ey. Die halt auch richtig Damage machen gegenüber Ja. so normalen Einheiten, ey. Ich baue jetzt auch Katapulte, Alter, leck mich am Arsch. Ich lasse meine Streitwagen mal hier in der Mitte stehen. Oder soll ich die zu dir schicken? Weiß nicht, Bei der lass die mal lieber Verteidigung. dort in der Mitte stehen, damit die Ich lasse sie die jetzt bei Mitte der verteidigen Verteidigung. können, vielleicht, ja. Ich lasse sie jetzt bei der Verteidigung helfen. Hier beim Oh cool, Angriff. du hast. Ja, sehr gut. Zerstör die Universität, die geht mir auf den Sack. Ja.
Scheiß doch jetzt auf das Gold hier, was die gerade abbauen, Alter. Baut lieber die Türme wieder auf, die dort stehen. Boah, der hat. Ah, sehr gut, sehr gut. Die, Alter, deine Wagen da, die machen richtig Damage, Alter. Naja, die schießen ja so Feuerballisten. Das ist echt gut, ja, das ist echt gut.